Guten Morgen, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist der erste große Ausflug mit Baby. Und zwar fahren wir heute an die Nordsee. Wir kommen ja von der Ostsee. Und jetzt fahren wir heute an die Nordsee. Nach Heide. Ich weiß nicht, das kennt vielleicht einige von euch. Genau, wir sind leidenschaftliche Urlaubmacher da. Wir brauchen gar nicht ins Ausland, also uns reicht das Wattenmeer und so. Und heute fahren wir aber mit Felix Eltern dahin. Und da sind heute Mühlentage oder so. Genau, und da schauen wir uns ein paar Mühlen an und so. Und genau, da kommen wir jetzt mit der Kleinen mit. Und dann besuchen wir noch Lias große Tante, also die Schwester von Felix. die kennt die Kleine nämlich noch gar nicht. Und die wohnt da oben in der Ecke. Und da sind wir noch zum Grill eingeladen. Ja, das machen wir heute. Nehmen wir euch ein bisschen mit. Wir haben sehr schlechtes Wetter heute. Ganz schön verregnet und so. Ich bin hier gerade im Babyzimmer, wie ihr seht, und ich wollte jetzt einmal kurz die Wickeltasche packen, weil wir doch einiges brauchen, wenn wir schon den ganzen Tag unterwegs sind. Also ich habe, glaube ich, schon ein paar Bullies eingepackt, das zeige ich euch gleich alles. Und jetzt brauchen wir noch einen Windelvorrat, sag ich mal. Genau, deswegen bin ich jetzt hier gerade am Schauen. Diese Packung ist hier noch auf von Rossmann, nehmen wir da einfach noch ein paar mit. Vier Stück, drei habe ich glaube ich noch in der Wickeltasche, das sollte reichen. Ich nehme einfach mal fünf mit. Genau. Feuchtig habe ich noch alles, genau, dann reicht das. Wie gesagt, Klamotten habe ich schon rausgeholt vorhin. Ja. Ein bisschen aufräumen hier. Die Elefanten findet sie im Moment total cool, den habe ich hier immer so am Rand klemmen. Und da schaut sie immer ganz aufgeregt zu dann. Genau, so, das heißt, wir haben schon mal Windeln. Dann zeige ich euch noch einmal, was wir alles mitgenommen haben. So, hier habe ich einmal die Wickeltische. Hier sind noch ein paar Klamotten von gestern. Hier auch schön vollgespuckt. Von gestern. Lecker. Genau, hier ist die Wickeltische. Und ich habe immer so ein bisschen Wasser noch dabei. Das gebe ich manchmal in der Flasche, wenn es so richtig heiß ist. Aber ich denke, das brauchen wir heute nicht. Und das muss ich, wenn dann, auch nochmal sterilisieren. Das ist nämlich von gestern. Genau, dann habe ich ein großes Spucktuch dabei zum Stillen. Das ist so ein ganz, ganz großes. Natürlich mein Portemonnaie. So eine Wickelauflage, waschbare. Da habe ich hier noch EH-Band drin. Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, alle. Ein dünnes Mützchen, das ist ganz wichtig. Ein Paket Schnuller, obwohl sie keine Schnuller nimmt, aber das habe ich gern dabei. Aber ich mache nochmal so ein ausführliches Video, weil ich habe hier so viel Zeug drin. Ich wollte es nur einmal kurz einpacken, da habe ich sogar noch ein Body drin, das ist sehr gut. Den Strampel lassen wir jetzt hier. Ich habe sogar noch fünf Windeln, aber ich packe die jetzt noch damit ein. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Und hier habe ich jetzt noch die Klamotten rausgesucht, die ich noch mitnehmen wollte. Einmal noch ein Halstuch. Noch ein Halstuch. Dann kriegt sie das hier gleich an. Dieses Halstuch mit der passenden Hose. Wo habe ich sie? Hier. Das bekommt die gleich an. Die Hose zu dem anderen passenden Halstuch packen wir ein. Dann noch eine Strumpfhose, falls die Windel durchgeht, dass wir da eine Strumpfhose noch haben. Weil jetzt hat sie gerade eine an. Und dann habe ich hier noch zwei Bodies. Die packe ich noch ein. Sie braucht jetzt noch einen neuen. Weil den hat sie gerade eben vollgespuckt. Und ich nehme noch diese Latzhose hier mit. Einfach, falls wirklich der Worst Case eintritt und sie wird sich wirklich komplett einsaut. Und ja, deswegen, ich will gerne vorbereitet sein. Ja, das heißt, das hier bekommt ihr jetzt gleich an. Und dann ziehen wir ihr noch diese Jacke hier an gleich. Ja, und dann reicht das auch. Haben wir das dabei. Und genau, die Windel muss ich jetzt noch einpacken. Das hier packe ich noch ein. Hier wieder einpacken und natürlich mein Portemonnaie. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Auto. Es war jetzt doch ziemlich stressig heute Morgen. Und jetzt sind wir im Auto, haben Navi angemacht und wir sind ungefähr 10 vor 1 da. Um 1 wollen wir uns treffen, also passt das. Und ja, die Kleine ist hinten und schläft. Sie macht ihren vierstündigen Mittagsschlaf hoffentlich. Ich will mal nichts sagen, sonst wird sie gleich wieder wach. Genau, ich habe sie jetzt gerade mal gestillt, nochmal umgezogen, weil sie hat sich voll gespuckt. Und jetzt fahren wir los. Und mal schauen, inwiefern wir euch mitnehmen können. So ein bisschen fliegt es auch da. Hi. Genau.
Ja, jetzt müssen wir aber erstmal 1,5 Stunden Auto fahren. Hallo meine Lieben, wir sind jetzt wieder im Auto, beziehungsweise sind wir jetzt schon wieder an einem anderen Ort, und zwar Friedrichstadt heißt es, ne? Schatz? Hört mich nicht. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, in Friedrichstadt. Das ist irgendwie so eine holländische Stadt. Ein kleines, sehr, sehr weinerlich heute. Ich habe sie hier auch gerade auf dem Arm. Wir stehen, keine Sorge, die Tür ist sogar auf. Ja, und jetzt mal gucken, was wir noch machen. Wir waren da ja auf dem Mühlenfest, da sind wir durch jetzt. Oh, hat jemand Bauchweh. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben schon den nächsten Morgen und ich habe gestern Abend oder gestern allgemein nicht mehr weiter gefilmt, weil die Kleine hier im Auto immer geweint hat. Also sie mochte Autofahren gestern überhaupt nicht. Und ja, deswegen habe ich im Auto sehr, sehr wenig gefilmt und nachher beim Grillen halt auch. Da haben wir uns halt aufs Grillen konzentriert und so. Das war ganz schön. Voll das Haar an der Kamera. Und ganz nett, mit Felix' Familie so zusammenzusitzen. Und da war auch ein großer Hund, also so ein Boxer, ein richtig großer, kräftiger Hund. Und der hat noch nie ein Baby gesehen, sozusagen. Also er kannte gar keinen Kinderwagen, kannte kein Baby. Und als die Kleine dann angefangen hat, im Kinderwagen so ein bisschen zu erzählen, ist er dann ganz aufmerksam geworden. Und wir haben dann langsam ihn an das Baby gewöhnt, sozusagen. Also dass er vom weit weg erstmal geguckt hat. Und dann am Ende, also als wir uns verabschiedet haben, war es sogar, hat er sich so gut dran gewöhnt, sag ich mal, dass er sogar schon am Fuß schnuppern konnte. Also er war wirklich ganz, ganz lieb. Und er ist auch ein ganz, ganz lieber. Aber er kannte eben noch keine Babys. Aber das so zu sehen, war ganz schön am Ende. Einfach, dass er sich wirklich so, dann so schnell an das Baby gewöhnt hat und es einfach akzeptiert hat. Genau, das wollte ich jetzt noch erzählen, weil einige doch manchmal nach so Reaktionen von Haustieren fragen. Jalousie macht mich hier voll dunkel. So. Ja, also unsere Hundin hat ja sehr, sehr gut reagiert, beziehungsweise sind wir aus dem Krankenhaus gekommen, haben die Babyschale hingestellt und der Hund hat einmal geschnuppert und ist dann abgehauen. Und jetzt auch interessiert es dem Hund eigentlich gar nicht. Also ist ihm völlig egal, ob da ein Baby weint oder ob das da kein Baby weint. Unsere Katzen, ja, das war denen auch völlig egal. Und ja, so wie halt gestern jetzt der Hund von Felix, seiner Schwester, der hat eben so reagiert. Also zuerst halt sehr, sehr erschrocken und was ist das? Und dann am Ende auch ganz lieb und ganz vorsichtig. Ja, also das wollte ich euch kurz nochmal erzählen. Ich nehme euch heute einfach noch so ein bisschen mit. Ich habe gerade Wäsche gemacht und bin auch noch nebenbei am Video schneiden. Und ich muss auch noch frühstücken. Das wollte ich jetzt eigentlich direkt machen. Und dann noch kurz die Wäsche. Ich muss noch ein paar Bodies zusammenlegen. Und dann eben noch das eine Video schneiden. Ich bin da durch die Feiertage, jetzt bin ich da ein bisschen hängen geblieben. Oder durch den einen Feiertag. Und es sind zwei Feiertage, ne? Pfingstsonntag? Pfingstmontag? Ja. Es ist einfach so ein bisschen liegen geblieben, das Video schneiden. Deswegen mache ich das jetzt gleich. Das nervt mich hier irgendwie total. Ja, und dann wollte ich, wenn die Kleine dann noch ein bisschen länger schläft, wollte ich noch duschen gehen. Gerade ist sie nämlich in der Federwiege. Ich habe sie gerade gestillt und jetzt schläft sie in der Federwiege. Ich denke, dass sie jetzt 4 Stunden schläft bestimmt, weil sie immer am Tag morgens 4 bis 5 Stunden schläft. Und sie ist schon seit um 4 Uhr heute Morgen wach. Und deswegen denke ich, dass sie jetzt erstmal schön schläft. Ist auch ganz müde schon gewesen die ganze Zeit. Und jetzt eben beim Stillen eben eingeschlafen. Ich habe sich kurz in die Federwiege gelegt und da schläft sie jetzt. Ja, aber ich werde jetzt frühstücken. Video schneiden dabei, denke ich. Und dann noch die Wäsche machen. Und oben das Zimmer muss ich unbedingt noch aufräumen. Das ist nämlich auch liegen geblieben übers Wochenende. Thank you.
ich habe gefrühstückt und danach noch eine Wassermelone gegessen. Ja, ein bisschen gesehen, die Wassermelone. Und dabei habe ich angefangen, das Video zu schneiden. Was ich aber nicht machen kann während des Stills, ist aufräumen. Deswegen nutze ich jetzt lieber die Zeit zum Aufräumen. Und das fängt mit diesem Tingle-Teaser auf dem Boden schon an. Warum auch immer der da liegt. Naja. Ich bin schon wieder voll aus der Puste, obwohl ich nur eine Treppe gegangen bin. Ne? Das ist nach der Schwangerschaft auch nicht ganz weg. Ja. Also ich räume jetzt hier erstmal ein bisschen auf. Sport muss ich auch noch machen. Stimmt. Das mache ich gleich nach dem Aufräumen, wenn die Kleine dann noch schläft. Und dann muss ich aber wirklich ans Mittagessen gehen. Sonst wird das Ganze echt kritisch. Ja, aber erstmal räume ich jetzt hier oben auf. Erstmal Fenster aufmachen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn das so stickig ist. Ich bin da... Vögel zwitschern! Ich bin da ganz, ganz sensibel und so. Mini-Roboter. Ich zeige ihn euch mal. Ich muss übrigens mal wieder Fenster putzen, aber seht ihr unseren Mähroboter? Er hat sich festgefahren. Habe ich ein bisschen aufgeräumt. Diesen Elefanten findet sie im Moment total toll. Deswegen klemmt er hier immer so dran. Und das da muss da leider auch sein. Also weil viele immer sagen auf Instagram, das sieht total unordentlich aus. Aber das ist ein Spucktuch, was immer greifbar sein muss. Ihr letzter Schlafanzug, der noch sauber ist. Ihr Schlafsack. Und ein Badehandtuch für heute Abend. Genau, das liegt eben hier. Windeln habe ich gerade aufgefüllt. Hier, die haben wir gerade von Rossmann. Hier sind die ganzen aus der Windeltorte. Ja, aber sonst habe ich das hier einmal alles klar schiff gemacht. Und die 56er Bodies fast alle aussortiert. Weil die alle zu klein sind. Wir greifen nämlich jetzt zu den 62ern. So, meine Lieben, ich habe jetzt oben aufgeräumt und was habe ich noch gemacht? In der ganzen Zeit, wo ich nicht gefilmt habe, wir haben es nämlich schon 11:30, habe ich gerade ein Paket eingepackt, ein großes Paket, nämlich einen Kinderwagen. Und da musste ich ein bisschen aus zwei Kartons so ein bisschen was bauen. Das hat jetzt sehr lange gedauert. Und ich habe jetzt noch weitere Sachen einzupacken, weil ich ein paar Sachen verkauft habe. Und das habe ich mir jetzt hier so ein bisschen auf den Tisch platziert und werde das jetzt alles einpacken. Einmal hier gerade einen Stift, damit ich das einmal alles einpacken kann. Adressen und so, und genau, danach, wenn ich das fertig gemacht habe, dann geht es zum Mittagessen, oder dann mache ich Mittagessen. Jetzt ans Mittagessen machen. Und die Leica schläft hier. Leica? Ihr geht's heute nicht so gut. Sie hat ein bisschen gespuckt heute Morgen, weil sie wahrscheinlich was Falsches gegessen hat. Ne? Hat was Falsches gegessen, Leica? Und die Deckel, falls irgendjemand fragt, steht auch ihr Name drauf, ist von Stoff mit Z. Genau, die machen so richtig schöne Hundedecken, finde ich. Mega süß. Und sie mag die auch total gern. So, ich mache jetzt gerade Mittagessen. Es gibt Fischstäbchen, Kartoffelpüree und Gemüse.
meine Lieben, unser Bällebad ist gerade angekommen, habt ihr bestimmt gesehen. Und der erste Eindruck auf jeden Fall mega. Ich bin total überzeugt, finde ich total schön. Wir haben uns so, ja, so ein Perlenmuschel, glaube ich, heißt das Modell. Mit diesen grauen Bällen und mit den rosa Bällen, finde ich super, super schön. Ich verlinke das mir unten in der Infobox. Die haben so schöne Designs. Die Entscheidung war so, so schwer. Aber ja, ich freue mich total, wenn die Kleine dann da bald drin spielen kann. Das kommt auch in ihr Kinderzimmer, denke ich. Und ja, sieht super, super schön aus. Ich bin total überzeugt, wie gesagt. Aber es ist erstmal der erste Eindruck. Ich werde euch auf jeden Fall noch berichten. Ihr werdet das auch noch öfter sehen dann. Wenn die Kleine das benutzt, dauert ja nicht mehr so lange, bis die Kleine das benutzen kann. Genau, und ich glaube, das war es auch so vom Video. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Ich versuche die Vlogs jetzt manchmal ein bisschen länger zu machen. Ist nur manchmal dann so, dass ich wahrscheinlich mehrere Tage zusammenschneide. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefällt. Also ob ihr eher kurze Vlogs und dafür halt nur einen Tag oder eher lange Vlogs und dafür mehrere Tage. Weil so viel an einem Tag kann ich halt auch nicht filmen. Da kommt dann meistens nur so 7-8 Minuten bei rum. Und ich möchte euch ja auch ein bisschen was bieten, damit ihr ein bisschen was gucken könnt. Genau. Und deswegen könnt ihr es einmal in die Kommentare schreiben. Ja, und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat das Video, wie gesagt, gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!